Variantenmanagement ist eine Kerndisziplin in der Produktentwicklung. Und dabei geht es vor allen Dingen darum, dass wir aus der Rücklage herauskommen, zu große Variantenvielfalt, die zu viele Aufwände verursacht und die aber im Markt in Teilen nicht genügend nutzt, zu vermeiden und nicht nachträglich zu reparieren. Das heißt, wir müssen präventiv Variantenvielfalt festlegen. Und das geht wieder damit, dass man erstmal die Marktanforderungen auch verstanden hat, und zwar auch quantitativ verstanden hat, und sie dann übersetzt in technische Merkmale und Ausprägungen. Also nicht nur direkt an eine konstruktive Lösung denken, sondern im Prinzip erstmal Klassifizierung, was man wirklich braucht. Und dann kann ein Portfolio entstehen, was man über Merkmale und Ausprägungen frühzeitig definiert und damit Variantenvielfalt gestaltet und nicht nachträglich reparieren muss.